Moin Leute, ich bin's mal wieder, euer Sascha. Ich befinde mich auf 2636 Meter auf dem Ankogel. Ja, wir sind von Malnitz aus hier hochgeliftet mit der Ankogelbahn. Eine lustige Seilbahn übrigens, die habt ihr ja schon im Video gesehen. Ja, ein kleines süßes Skigebiet mit ein paar Pisten. Hat bei 12 Kilometer rum. Ja, wir werden uns irgendwie 2-3 Pisten heute greifen und checken das mal ein bisschen aus. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Ich sitze jetzt hier auf der zweiten hohen Erhebung von dem Skigebiet. Ja, hier ist es mit dem Schlepper zu erreichen. Von hier gehen auch zwei Pisten runter. Ich sitze jetzt gerade auf der roten. Es wäre noch eine schwarze, aber die ist nicht offen. Drüben war es eine rote und eine blaue von der Gondelseilbahn. Ja, und die gehen jetzt wieder runter zu dem Punkt, wo der Schlepplift startet. Und von dort aus geht eine rote weiter, die dann bis zur Mittelstation der Gondelseilbahn führt. Und die werden wir jetzt auch mal runterfahren. Und ab der Mittelstation müssen wir leider runter gondeln, weil die Talfahrt nicht geöffnet ist. Ja, ansonsten überschaubar, klein, aber fein. Ja, wir fahren erstmal weiter runter. Die beiden malen hier jetzt noch durch Malnitz durch. Der Ort liegt ungefähr, ja, ich würde sagen, 5-6 Kilometer vom Skigebiet entfernt und ist echt niedlich. Hat alles zu bieten, was man braucht. Wir gehen jetzt hier gleich mal ein bisschen spazieren und ein bisschen essen. Ja, Skigebiet, es hat alles das, was die Großen auch haben. Unten war ein kleiner Schlepper für Kinder, oben war ein großes Bergrestaurant mit tollem Blick. Es hat tolle Pisten, die Liftanlage, ich sag mal, die ist zwar alt, aber effektiv.
Und mit dem Schlepper ist ja manchmal auch gar nicht schlecht, da bleibt man wenigstens warm. Ich fand es toll. Also wenn man da durchaus mit den Kilometern auskommt, sind ja nur 12 in der Anzahl, oder wenn man nur einen halben Tag die frischen Pisten genießen will, dann ist man da richtig aufgehoben, denke ich. Schönes, kleines, süßes Skigebiet. Macht echt Spaß. So, ja, ich würde sagen, bevor ihr gleich meinen Magen knurrt, verabschiede ich mich und sage, wenn ihr Spaß gehabt habt, bei YouTube den Daumen nach oben, den Kanal natürlich abonnieren und kommentieren. Da würde ich mich darüber freuen. Haut rein, Leute. Ciao.